Hallo ihr Lieben, mein Name ist Johanna von Pfiffi Furore. Den Schwibbogen, den kennt ihr bestimmt aus den anderen Fenstern beziehungsweise noch von der älteren Generation. Und wir machen da heute mal ein super cooles, modernes Makeover. Viele weitere solcher DIYs findest du auf meinem Kanal. Folg mir da gerne, genauso wie auf Instagram oder Pinterest. Alle Materialien findest du unten in der Videobeschreibung. Der Schwibbogen besteht aus 25 großen Holzkugeln mit 5 cm Durchmesser, die wir pyramidenförmig anordnen. Ich habe mich tatsächlich für elektrische Kerzen entschieden, weil ich die für meine Fälle jetzt ein bisschen praktischer finde. Und hier ist noch wichtig, wenn du auch diese elektrischen Kerzen verwendest, die ich dir auch verlinkt habe, dass du 4 bzw. auch mehr Kugeln, je nachdem mit wie vielen Kerzen du deinen Schwibbogen bestücken möchtest, 4 Kugeln ein bisschen ausfeilst. Wenn du ganz normale Kerzen verwendest, dann kannst du dir diesen Schritt mit dem Ausfeilen sparen. Das reicht an einer Seite und geht gut mit einer Feile wie hier oder mit grobem Schleifpapier. Steck dann einfach die Kerze mal probehalber rein. Wenn du wirklich in jede Kugel deiner Pyramide eine Kerze reinstecken möchtest, dann sind das insgesamt 9 Kugeln, die du ausfeilen musst. Hier auf dieser Skizze siehst du jetzt auch, welche Reihen du zuerst aneinander kleben musst. Die oberste Kugel bleibt so, dann brauchst du eine 3er, eine 5er, eine 7er und eine 9er Reihe. Wenn du 9 Kerzen verwenden möchtest, dann sind die Kugeln jeweils am Ende und am Anfang deiner Reihe, und bei mir wären die jetzt tatsächlich nur in der 3er und in der 7er Reihe. Ja, und dann geht's los mit dem Zusammenkleben. Ich habe tatsächlich mit der längsten Reihe angefangen, das ist aber völlig wurscht. Und da machst du jetzt einfach an die Mitte oder auf mittlerer Höhe deiner Kugel einen dicken Klecks Holzleim drauf und drückst das dann an deine erste äußere Kugel. Und so verfährst du jetzt letztendlich mit allen Kugeln, bis du eben die entsprechende Reihe, einer brauchst nicht kleben, 3er, 5er, 7er oder 9er Reihe fertig hast. Also setz die einfach schön peu à peu aneinander, verwende da ruhig so einen richtig ordentlichen Klecks, genug, dass es hält und so, dass es eben nicht runterläuft. Und dann kannst du da deine Reihe aneinander kleben. Ich habe dann noch mit einer geraden Kante, in meinem Fall mit einem Stahllineal, das nochmal ein bisschen auf den Tisch verschoben, dass die wirklich alle genau auf einer Linie sind. Das ist wichtig, also such dir da irgendwas mit einer langen geraden Kante und drück das nochmal so ganz sachte dagegen. Und dann liegen die ja ganz genau da nebeneinander. Und genau, das machst du jetzt mit allen deinen Reihen. Wie gesagt, beachte immer, dass die ausgefeilten Kugeln, wenn du sie denn verwendest, am Anfang und am Ende deiner Reihe sind. Und sonst musst du tatsächlich nichts beachten und kannst jetzt diese 4 Reihen aneinander kleben. Und wie gesagt, bei allen Reihen dann auch mal gucken, dass sie gerade sind. Und dann schaut das bestenfalls so aus. Und ja, jetzt habe ich das natürlich alles wirklich gut durchtrocknen lassen, also es muss richtig fest sein. Und jetzt sind wir ja schon beim letzten Schritt, und zwar dem Aufeinanderkleben. Ich habe da von oben nach unten geklebt, aber auch das ist wieder egal. Wichtig ist einfach, da reichlich Klebe aufzutragen, und zwar an die Kante von deinem Loch und dann eben diese Kugelreihen, die durchgetrocknet sind, nochmal aufeinander zu kleben. Verwende da wirklich nicht zu wenig Kleber, das kann da richtig dick aufgestrichen werden, und setze die dann übereinander. Und da solltest du dann wirklich auch von der Seite nochmal drauf gucken, dass die Pyramide auch nicht irgendwie vorn oder hinten überhängt, sondern wirklich dann von allen 4 Seiten gerade aussieht. Und das machst du jetzt, bis deine Pyramide fertig ist. Wir haben, wie gesagt, die ausgefeilten Kugeln jetzt immer an oberster Stelle. Genau so soll es sein, deswegen sind die quasi immer an der Seite gewesen. Und ja,
Dann fehlt nur noch die letzte Reihe zum Aufkleben. Und dann ist die Pyramide tatsächlich schon fertiggestellt. Der letzte Schritt ist jetzt natürlich noch das Bestücken deines Schwibbogens mit den Kerzen, egal ob ganz normale Kerzen oder elektrische Kerzen. Und ja, dann kannst du ihn schon platzieren, wo du ihn platzieren möchtest und ja, den Anblick hoffentlich genießen und dich gut auf die Weihnachtszeit einstimmen. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Folg mir gerne auf meinem Kanal, auf Pinterest, Instagram oder schau auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch ganz, ganz viele solche Ideen und ich freue mich da immer über Zuwachs. Mach's gut!